Ist Deutschland noch ein sicherer Ort, ein Ort, in dem man gut und gerne leben will? Oder nehmen die Gefahren, die uns hier tagtäglich begegnen, zu, wenn wir die Medien aufschlagen? Es gibt ja keinen Tag mehr ohne irgendwelche Auseinandersetzungen mit Schusswaffen oder auch mit Messern. Jetzt hat Frau Faeser vorgeschlagen, oh Wunder, dass man ja die Grenzen besser sichern will, wahrscheinlich auch nur eine Nebelkerze. Und dann kommt noch das große Thema Wirtschaft und so weiter. Da geht es an allen Ecken und Enden bergab. Thema Volkswagen. Und heute kam auch noch BMW mit schlechten Zahlen, also die Automobilindustrie am Abgrund, kann man sagen. Die Frage ist, muss ich jetzt tatsächlich Krisenvorsorge betreiben? Das hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber Vorsorge bedeutet ja, dass man vorher etwas macht, bevor etwas kaputt geht. Und zu diesem Thema möchte ich jetzt mit Marco Aßmann sprechen von Beno Solutions. Hallo Marco. Ja, hallo Michael, danke für die Einladung. Ja, was sagst du zur allgemeinen politischen Lage? Jetzt wollen sie Grenzkontrollen einführen, kurz vor der Brandenburg-Wahl. Das scheint ja wohl auch nur eine Nebelkerze zu sein, kann man doch wahrscheinlich gar nicht richtig durchziehen. Ja, also ich glaube, Deutschland war aktuell nie wirklich in der Lage, seine Grenzen zu kontrollieren. Also ich fahre ja regelmäßig von Deutschland in die Schweiz. Ich bin ja inzwischen in die Schweiz gezogen, privat. Und sehe, dass es überhaupt keine Grenzkontrollen gibt. Also das ist eine große Aufgabe, wenn Sie das tatsächlich vorhaben. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Also es ist auf jeden Fall einer der Punkte, die es ja heute bei dem Interview auch geht, um das Thema Krisenvorsorge, denn das ist ja sehr, sehr umfangreich, was man sich da anschauen muss. Gefühlt ist doch Deutschland tatsächlich ein unsicherer Ort, auch wenn ich mit Frauen beispielsweise spreche, hier in Berlin und so weiter, oder mit Menschen, die hier in der Nacht U-Bahn fahren und so. Also das ist ja nicht mehr zu vergleichen von dem, was eine Stadt vor 10 Jahren war. Ja, definitiv. Also das sieht man ja auch an den ganzen Kriminalstatistiken und an den ganzen Übergriffen und auch an den Großstädten mit den ganzen Messer- und Waffenverbotszonen. Also das ist ja alles, das kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Aber vielleicht müssen wir das Thema Krise oder Krisenvorsorge mal so drei große Bereiche runterbrechen, um das einfach dir oder auch den Zuhörern ein bisschen verständlich zu vermitteln. Also der erste Punkt ist natürlich die körperliche Unversehrtheit. Sowas wie du sagst, Grenzkontrollen, aber auch das Thema dauerhafte Verfügung von Lebensmitteln oder auch von eventuell Strom, das ist ja das Thema Blackout. Das heißt, die körperliche Unversehrtheit, die muss man sich als allererstes anschauen. Wenn die nicht mehr gegeben ist, brauche ich mich um nichts anderes mehr kümmern. Und da haben wir natürlich alarmierende Zahlen aktuell. Also das Thema Blackout und generell Stromausfälle ist ein riesengroßes Thema, was wir momentan auch gerade mit unseren Experten hier wieder heiß diskutieren. Und da sieht man ja auch schon alleine, wie die unterschiedlichen Länder oder Kommunen hier reagiert haben bereits vor einem Jahr. Die haben ja vor einem Jahr bereits schon Pläne sich runtergeschrieben, was passiert, wenn wir in Richtung eines Blackouts gehen. Und man kann auf der einen Seite ja nicht Atomwerke abschalten und auf der anderen Seite hoffen, dass die Kapazitäten ausreichen. So funktioniert es ja nicht. Und der erste Schritt ist tatsächlich eine Preiserhöhung. Also Schritt Nummer eins ist eine enorme, massive Preiserhöhung auf Strom, dass die Leute freiwillig ihre Elektrogeräte ausstecken oder es gar nicht mehr verwenden. Schritt Nummer zwei ist, wenn es in Richtung Krisen, also Blackout gehen sollte, ist tatsächlich die temporäre Abschaltung von eventuellen Stadtgebieten oder Stadtteilen oder Dörfern. Das heißt, überall da, wo keine systemrelevante ja, Infrastruktur, zum Beispiel in Form von Krankenhäusern oder von Polizei, da ist, dann kann eine temporäre Abschaltung stattfinden. Das ist ja momentan auch das Stadium, wo wir uns aktuell befinden. Da muss man sich ja nur mal anschauen. Deutschland hat von 2022 bis 2024 Tausende von Stromausfällen gehabt, hauptsächlich betroffen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Das heißt auch hier temporäre Ausfälle. Und das ist auch das, wo sich die Behörden gerade darauf vorbereiten. Das heißt, die sorgen dafür, dass genug Benzin da ist für die Fahrzeuge, dass die miteinander kommunizieren können über Satellitentelefone. Und die dritte Stufe ist bei dem Thema, ja, körperliche Unversehrtheit oder Krise, ist dann das Thema kompletter Stromausfall. Und das ist, glaube ich, was sich keiner so wirklich vorstellen kann aktuell, wie das ablaufen könnte. Vor allen Dingen, wenn sich so ein Stromausfall über mehrere Tage zieht. Ja, da gibt es ein Webinar jetzt am kommenden Donnerstag, ne, am 12., wo ihr den Leuten zeigt, wie man sich auf sowas am besten vorbereitet. Es heißt ja immer wieder, der Link zu dem Webinar kostenlos übrigens, unbedingt da teilnehmen, 19 Uhr am Donnerstag. Es heißt aber immer wieder, jetzt haben sie schon so oft über Blackout geredet, der ist ja gar nicht gekommen, das ist alles nur Angstmacherei.
Ja, es ist ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Also genau, also unser Krisenvorsorge-Webinar, wir haben das letzten Monat schon mal gemacht, da war eine Riesennachfrage, deswegen wiederholen wir das nochmal. Also es lohnt sich auf jeden Fall daran teilzunehmen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Wir haben ja noch einen zweiten Bereich, das ist ja das Thema mentales Mindset. Also welche Informationen höre ich mir an? Wo beziehe ich meine Informationen, von welchen Quellen? Ich meine, jeder hat in den letzten Jahren erlebt, dass Menschen innerhalb der Familie oder innerhalb des Freundeskreises diese Krise mental nicht überstanden haben. Also die Suizidrate ist hochgegangen, die Kriminalität bei Familien ist gestiegen. Also die Leute, das belastet die Leute ja. Also ich muss neben der körperlichen Gesundheit auch das richtige Mindset haben. Und da werden wir uns austauschen. Und das Dritte, das ist ja unsere Expertise, das ist ja unsere Kerndisziplin, ist das Thema, ja, finanzielle Vorbereitung. Also das heißt Vermögensschutz für seine finanziellen Werte. Das ist die dritte Säule neben mentaler und körperlicher Gesundheit. Ist das Thema finanzielle Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema. Das ist ja das, wo wir die meiste Expertise haben. Auch darum soll es gehen. Und hier schauen wir uns ja immer zwei große Bereiche an. Einmal, wenn man zum Thema Vermögensschutz spricht, einmal das Thema Immobilie, weil die muss man separat sehen, die muss man separat behandeln, weil hier ein Immobilienschutz nur über das Grundbuch erfolgen kann. Also da muss ich andere Maßnahmen und andere Mechanismen in die Wege leiten, als wie zum Beispiel bei meinen liquiden Werten, wie Gold oder Aktien oder auch Kryptowerte, die muss ich anders behandeln, weil da zum Teil andere Gefahren drauf liegen. Zum Beispiel Vermögensregister, Transparenzregister, Kontenregister. Also das heißt, der Staat hat ja großes Interesse, eine ganz hohe Transparenz der Bürger hinzubekommen, seiner Werte. Das heißt, wenn man von der dritten Säule spricht, Vermögensschutz für seine Vermögenswerte, dann muss man sich auch hier vorbereiten und darum soll es in dem Webinar auch gehen. Ja, also nochmal das Webinar am 12., das ist ein Donnerstag um 19 Uhr, kostenlos für alle. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Also ich bin übrigens auch dabei, werde einen kleinen Vortrag halten. Ja, wenn wir das sehen, auch gerade die finanzielle Freiheit, die wir ja bisher hatten, die wird ja komplett eingeschränkt. Also ich meine, alles das, was da passiert jetzt in der EU, du hast ja eben die Stichpunkte genannt, es läuft doch darauf hinaus, den Bürger komplett transparent zu machen, wie du schon sagst, also ihn quasi auszuziehen, zu gucken, was er hat, um ihm am Ende, wenn dann der Schuh drückt, einiges oder alles abzunehmen. Das ist ja der Worst Case zum Schluss. Also ich meine, was hat der Staat für Möglichkeiten, wenn es kein neues Geld im Prinzip von oben mehr gibt, dann muss er sich es von den Bürgern holen. Deswegen heißen sie auch Bürger, weil sie bürgen natürlich auch für den, was innerhalb des Landes passiert. Und im Worst Case, und wir hoffen immer aufs Beste. Ja, das ist ja so unsere Grundeinstellung auch bei uns. Wir hoffen aufs Beste, aber wir bereiten uns aufs Schlimmste vor. Und die schlimmste Vorbereitung ist, dass zum Schluss der Staat nachher gezwungen ist, er ist ja vielleicht auch gar nicht freiwillig, aber dass er gezwungen ist, nachher aus finanziellen Gründen sich finanziell neu zu rehabilitieren über die Vermögenswerte der Bürger. Und wir haben 40 Millionen Immobilienbesitzer, wir haben 1,1 Millionen Edelmetallbesitzer und es ist natürlich für den Staat ein leichtes, sich über ja, EU-Vermögensregister und so weiter, also alle die Sachen, die da geplant sind oder auch über die neuen Behörden, VVBG, oder auch über die AMLA-Behörde, sich die Informationen einzuholen. Und dann ist doch die Frage immer klar, man kann natürlich sagen, ich geb das nicht an, ich verstecke mein Gold, ich vergrabe mein Gold. Aber zum Schluss, wenn man nachher das Schreiben bekommt und man freiwillig diese Dinge angeben muss, und ansonsten macht man sich ja in der Regel strafbar, die reden ja hier auch von hohen Freiheitsstrafen, dann ist zum Schluss nachher, dann wird der Stift immer zittriger, ob ich dann alles Nein ankreuze oder ob ich es zum Schluss angebe. Die Schweiz hat ja schon ein EU-Vermögensregister. Das ist halt minimalst, ja, also im Promillebereich. Also das ist ja fast gar nicht der Rede wert, dass es sogar überhaupt kein Problem ist, diese Dinge anzugeben. Aber das, was innerhalb von Deutschland oder die EU erwartet bei diesem Finanzumbruch, da reden wir ja nicht von Promillebereich, sondern wir reden ja hier von einem eventuellen Lastenausgleich. Wir reden von eventuell einmaligen Vermögensabgaben auf alles. Das sind ja Das stellt ja für viele ein wirtschaftliches Desaster dar. Da geht es ja nicht mehr darum, ein paar Euro zu zahlen, sondern das überlebt man zum Teil nicht, wenn man da keine Vorbereitung trifft. Ja, ich meine, die SPD unter der Führung von Esken und einigen anderen Führungsspitzen hat ja schon ganz offen gesagt, dass das Thema Vermögensabgabe beim nächsten Mal auf die Agenda kommt und dass also eine Millionärssteuer eingeführt werden soll. Das sind ja abenteuerliche Geschichten, also 20% für alles über 2 Millionen. Also wie man das überhaupt berechnen will, ist eine ganz andere Frage. Und hinzu kommt natürlich noch, wie du eben angesprochen hast, also wirtschaftlich geht es ja mit Deutschland bergab. Also nach unseren, also Hedgefonds-Experten-Meinung und Berechnungen
Werden wir in die Rezession schlittern, die über Jahre hin anhält, also 1 bis 2% Wirtschaftsschrumpfung. Das bedeutet eben, dass dann doch nicht mehr so viel Steuern reinkommen wie zuvor und dass man dann eben irgendwie hinterlistig zur Kasse gebeten wird. Ja, vor allen Dingen auch diese Freigrenzen. Also jetzt sitzen ja vielleicht auch viele hier dabei, die sagen, ja, 2 Millionen. Der Michael hat gesagt, 2 Millionen, das habe ich ja nicht. Ich habe ja nur meine Doppelhaushälfte oder ich habe vielleicht meine vermietete Eigentumswohnung. Es ist wie immer, ihr Lieben, die Freigrenzen sind so gut am Anfang, dass natürlich die Menschen nicht auf die Straße gehen. So ist es auch mit den Bar-Freigrenzen gewesen. 15.000, 10.000, 5.000. Jetzt kriege ich nicht mal mehr eine Goldunze gekauft, ohne dass ich mit Personalausweis mich ausweisen muss. Also diese Freigrenzen, die werden am Anfang natürlich sehr, sehr hoch diskutiert und dann werden die Stück für Stück runtergeführt. Also wir gehen, ach so, im Übrigen auch das Thema Politisches, wir verfolgen das natürlich, aber wir sehen das sehr, sehr neutral und sachlich, weil wir gucken uns die Gesetzestexte an. Wir lesen die Gesetzestexte, wir lesen uns durch, was steht im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz aus 2015, welche Änderungen gab es am 12.12.19 zum ehemaligen Lastenausgleich. Also wir lesen uns die Dinge durch. Danach geben wir das Juristen in die Hand und die übersetzen uns das. Und ich kann euch definitiv garantieren, gesetzlich ist alles vorbereitet. Das ist auch nicht in Anführungsstrichen illegal. Diese ganzen Dinge, diese ganzen Maßnahmen sind über Jahrzehnte hinweg, greifen die Gesetze ja auch ineinander. Also der Staat darf das durchführen. Er könnte es im Notfall. Er hat ja diese Notfälle ganz klar auch dort geregelt. Und das ist ja das, was sich die Leute nicht vorstellen können. Das ist auch leider, es reicht heute auch nicht, sich nur 5 Minuten Nachrichten anzuschauen, weil diese Zusammenfassungen reichen nicht. Außerdem sind sie sowieso nachgerichtet. Also man muss sich im Notfall sich das Gesetz mal ausdrucken, sich mal durchlesen oder halt auch sich die Videos anschauen, wo diese Dinge genau erklärt werden. Und wenn man sich das durchliest, ist eigentlich alles klar, was der Staat machen kann. Ob er es dann nachher macht, wir hoffen nicht. Wir hoffen, dass dieses Spiel so weit nicht geht. Aber wie gesagt, im schlimmsten Fall immer auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und das sind hier im Prinzip die drei Säulen: Vermögensschutz, das ist die mentale Stabilität, die man heute braucht und natürlich auch die körperliche Unversehrtheit. Und das spielt ja auch hier, ja, wir reden ja auch vom Thema zweiten Pass. Seit diesem Jahr ist es ja den Deutschen möglich, sich einen zweiten Pass zu kaufen. Das war ja nie möglich. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir einen zweiten Pass zu kaufen. Das heißt, ich kann mich jetzt. Ich habe eine Alternative, ja. Auch das ist ein Thema. Da haben wir auch sehr viel Erfahrung, haben wir jetzt auch tolle Kooperationen. Also das alles, wenn euch das alles interessiert, wenn ihr dafür noch keinen Plan habt, dann kommt auf jeden Fall in unser Webinar am Donnerstag, wie der Michael gesagt hat, es ist kostenfrei. Schaut euch das an. Wir nehmen uns am Ende auch immer Zeit nochmal für einen großen FAQ-Bereich, wo wir uns auch austauschen. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, den wir verfolgen, dass man einfach sich da eine große Community aufbauen muss, gleichdenkender Menschen, die hier ja Interesse an Freiheit haben und nicht an allen anderen. Alles weitere am Donnerstag um 19 Uhr beim Webinar. Der Link ist gleich hier drunter. Marco Aßmann, erstmal vielen Dank für diese Infos. Wir sehen uns dann am Donnerstag um 19 Uhr im Webinar. Vielen Dank, bis dahin.